Ja, liebe Leute, hiermit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und zwar habe ich mir auch Minecraft gegönnt auf Android. Ihr seht schon, ich habe mir eine Nvidia Shield TV gekauft. Und ja, es ist die Beta 1.9.0.2. Wieso diese Version und nicht die 1.7 Version ist von Minecraft, kann ich euch ganz einfach sagen. Es ist so, dass man nicht einfach so Minecraft auf eigentlich diesen Nvidia Shield TV draufbringt. Ach stimmt, ich habe mich ja hier mal hochgebaut wegen dem Ganzen. Und ja, ich kenne mich noch nicht wirklich mit dem Ganzen aus hier. Schade finde ich nur, dass man zum Beispiel das oben angezeigte hier nicht ausschalten kann. Also das wird leider immer angezeigt. Ja. Ich spiele das Ganze mit Controller. Man könnte es natürlich auch mit Maus und Tastatur zocken. Oder ist sogar eine Hexe. Und ja, meine Frage an euch: Wer hat das auch auf Android? Und wisst ihr, wie man mit anderen Leuten zocken könnte? Ich würde das nämlich gerne mal ausprobieren. Und ja, vielleicht mit euch zusammen so. Wieso denn nicht? Oh, die sind jetzt enorm schnell explodiert. Ich glaube, das Video bei der Ding-Version ist ja. Okay, da ist Wasser. Ach so. Okay, ist ja. Die Windows 10-Version kann man ja auch mitzocken. Xbox One sollte, glaube ich, auch gehen. Aber die Frage ist jetzt für die, wo es auf Android haben, also jetzt auf dem Handy zum Beispiel oder Tablet oder so, dass man es mal ausprobieren könnte. Ja. Falls ihr da eben mehr wisst, schreibt es in die Kommentare, falls ihr da Bock habt. Und ich teste hier gerade, naja, ein bisschen sonst noch die Aufnahme, wie ich hier gerade anders aufnehme als ja, gewohnt, sage ich mal. Nämlich mit meinem Windows 10 und habe da die Elgato angeschlossen, habe das Fenster einfach so groß gemacht und ja, nehme eigentlich das Fenster gerade auf von dem Ganzen. Und so werde ich auch die Minecraft-Staffeln, beziehungsweise das, oh, das automatische Springen ist, glaube ich, drin. Ja. Okay. Enderman und alles. Ja, es gab auch mal ein Update. Also ich habe eben, wie gesagt, die Beta-Version hier, 1.9 irgendwas. Ich kann leider die andere nicht herunterladen, weil ich keine andere finde. Und ja, wer vielleicht Bock hat, mal mit mir da ein bisschen ein paar Runden zu zocken und weiß, wie das Ganze geht, oder dass wir es mal ausprobieren, dass wir vielleicht zusammen zocken können, da bin ich gerne mal dabei. Ihr müsst jetzt nicht erwarten, dass ich da enorm der Zocker, Minecraft-Zocker bin ich nämlich nicht. Es gibt einfach Zeiten, da zocke ich es mal gerne, mal zwischendurch. Und man kann ja auch schauen, wie es mit dem Headset aussieht. Ich meine, ich kann hier ein Headset einstecken bei meinem Controller, bei Nvidia. Ich sage immer Nvidia. Ich sage es immer ein bisschen falsch und ja, sorry dafür. Ja, ich glaube, von der Helligkeit passt sogar so, wie ich es eingestellt habe. Ich hoffe, mein anderer Computer zeigt den Computer hier endlich mal an. War das gerade ein Delfin? Ich komme da nicht wirklich ins Wasser hinein. Also mit Schwimmen. Ich schwimme einfach immer nach oben. Ach da, das ist dieses Wasser-Zombie-Zeug. Hey, der schwimmt einfach automatisch nach oben bei mir. Sobald ich hier drücke, schwimmt er automatisch nach oben. Die Steuerung ist. Ah ja, das ist wirklich ein Delfin. Ha! Interessant. Ach, da geht er nach unten. Hey, das ist ein bisschen komisch von der Steuerung. Macht, also sobald ich nach oben drücke, geht er automatisch nach oben. Eigentlich sollte er geradeaus schwimmen und nicht nach oben. Weil sonst muss ich ja nach oben schauen. Muss ich vielleicht noch schauen wegen der Steuerung. Da ist halt ein bisschen ungewohnt. Und ja, ich werde sterben. Früher gab es vor allem noch das Problem, wenn ich jetzt hier gespeichert habe, dann gab es das Problem, Spiel beenden, dass wenn ich jetzt hier wieder respawned bin, dass ich einfach von der Luft heruntergefallen bin in der 1.9, also ohne das 0.2 am Schluss. Und ja, jetzt geht es aber anscheinend wieder.
Ich weiß noch nicht, wie es mit Bauen ist, eben wie gesagt. Schreibt in die Kommentare, falls ihr Bock habt, und wir können es dann ausprobieren. Das wäre sehr interessant. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nicht vergessen, falls ihr mehr sehen wollt. Glocke aktivieren und schaut doch auf meinem Kanal vorbei. Da habe ich einige Minecraft Together Let's Plays, auch einzeln schon ein bisschen. Schlussendlich sind es ein bisschen mehr. Die Anfang war halt schlecht und so. Aber ja, der Beginn ist immer so ein bisschen so die Sache. Vielen Dank fürs Zusehen und macht's gut. Ich werde hier sterben. Der Pfeil ist sehr komisch, wie der da geschossen wird. Also, tschüss.